Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Und wir wollen jetzt mal dringendst hier durch, da es hier so schön ist. Und da das Blut als Regen draußen auch noch so schön stimmig ist, wollen wir doch nochmal ein bisschen an die frische Luft, nachdem uns da die Ketzer eingesperrt haben. Oh, Scheiße, ich will aber einfach nicht. Boah, ich kann es gar nicht sagen, wie sehr ich das nicht will. Die Raucherpause eben hat auch nicht gerade so viel gebracht. Nee, da ist da bestimmt so ein Frazzarino, der hier nur drauf wart. Ach so. Oder? Nee, das ist einfach nur so ein Sack. Okay, so ein Kornsack, wo man dort einen Knabe reingestopft hat. Ah, okay. So kommen wir durch. Na, alla. Aber die Geräusche klingen alle gerade sehr erbaulich. Und da ist einfach nur schwarz. Na gut. Ach, da liegt auch noch ein Kopf dazu. Hi. Der steht zumindest mal nicht mehr auf. Okay. Ja, aber die haben doch bestimmt irgendwas Hässliches für uns parat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier unvorbereitet sind. So wie die sich bisher uns gegenüber gezeigt haben. Sind das sehr vorbereitete Leute, wie es scheint. Die haben uns ja schon beim Fluss abgefangen. Und ich glaube einfach nicht, dass die Leute hier das Ganze auf die leichte Schulter nehmen, wenn ich da herkomme, beziehungsweise das so toll finden, wenn ich mich da einmische will. Weil ich will ja meine Anti-Maria wieder haben. Ah, Scheiße. Ist da hinten irgendwas? Ich könnte auch wetten, dass da irgendwas passiert. Wobei bei Outlast passiert weniger, als ich gedacht habe, eigentlich. Nur wenn es dann passiert, dann ist es halt so richtig ekelhaft. Ich robb mich jetzt trotzdem mal hier durch. Ah ja. Das hat sich dann schon auch wieder gelohnt. Weil da unten sehe ich, glaube ich, eine Batterie. Der will ich. Quetsche ich mal auf den Boden und nimm da die mal genau. Darf man nicht verpassen, sowas. Jetzt mal ganz ohne Witz, man hat hier sowieso so selten. Mein Entrance ist usually on the top floor. Ja, auf dem obersten Stock. Okay. Wow, nur noch zwei Batterien. Also, das ist heftig. Ich will gar nicht wissen, wie das auf höhere Schwierigkeitsgrade ist. Oh, jetzt macht er wieder mit seiner Hand rum. Ich habe mich wieder schier zu Tode erschrocken. Jedes Mal bei jedem Jumpscare. Ich hock wie ein Gockel, wenn es blitzt. Das ist schlimm. Okay, bleib bitte ohne. Was zur. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Ich mag hier nicht sein. Ich glaube, da ist irgendein Hund oder irgendeine Bestie oder sowas. Das hat auf jeden Fall bös geknurrt und ich mag doch nicht ohne volle Camcorder hoch. Oh, Scheiße. Scheiße. Ich mag nicht. Tut doch weh. Verdammt mal. Da vorne ist auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß nicht was, aber da ist irgendwas. Irgendwas hat getriggert. Oh, renn. Rennblake. Ich weiß auch nicht, wo irgendwas ist. Verdammt nochmal. Man hat das Gefühl, ständig ist irgendwas um ihn rum. Ist totalst unangenehm. Scheiße, 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 scheiße. Ständig das Geklapper und Geraschel. Oh oh. Da ist doch irgendjemand unterwegs noch. Da ist doch irgendwer noch unterwegs, glaube ich. Wir machen mal vorsichtshalber zu hier. Ich will nicht, dass uns irgend so ein widerwärtiger Hansel da noch folgt. Ich glaube, da ist irgend so ein Fettsack, so ein Walkers Chris oder so hinter uns her. Also irgendeiner, der rumknurrt. Ja, da schwenkt ja auch schon wieder was. Oh, Scheiße. Ach, jetzt so ein durch. Okay. Oh, Mann. We tried to get her back before the enemy cracks her womb. But they... Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out. We have to leave. We have to go. Bist du mein Freund? Kann ich mit dir gehen? Ja, kann ich mit dir gehen, Kumpel?
Die Glücklichen. Ach du Scheiße, ich will gerne wissen, wer hier an dem furchtbaren Ort überhaupt irgendwas wie Glück noch empfinden kann. Wow. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Leitzeit, die doch noch glücklich sein können. Die Glücklichen. Kotz, Alter. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein... Das könnte ein New Temple Gate-Typ sein. Sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Aber ich glaube schon, dass das so ein New Temple Gate-Typ ist. Und ich hoffe, der hilft uns irgendwie. Es wäre mal cool, einen Verbündeten zu haben. Nein. Heulkrampf. Ich mag nicht. Jetzt bin ich wieder in der Schule. Ah, wo bin ich denn jetzt? Kann ich nur wieder zurückgehen? Kann ich wieder zurück zu der Mine gehen? Oh, scheiße. Na toll. Okay. Es wird wahrscheinlich wieder Runde Galgemännchen gespielt, glaube ich. Jetzt bin ich in die Bibliothek gelandet. Ich war selten in der Schulbibliothek, muss ich ganz ehrlich gestehen. In meiner Schulzeit früher war ich nur in der Overstufe zweimal oder was in der Bibliothek. Und drittes Mal, um meine Abiturarbeiter einzusehen. Das war's dann aber auch. Also, weiß nicht. Ich habe das irgendwie immer lieber zu Hause vorbereitet, um ehrlich zu sein. Wie sieht's denn bei euch aus in eurer Schulzeit? Wart ihr Bibliotheksgänger? Das würde mich mal interessieren. Also mittlerweile mag ich das natürlich sehr gern und während dem Studium muss das natürlich auch sehr häufig in die Bibliothek gehen, klar. Aber da geht's ja eigentlich eher um so Sachbücher, ach wieder. Aber in der Schulzeit habe ich das eigentlich wirklich gar nicht so gehabt, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich Bibliotheken eigentlich schon ganz gern mag. Muss ich ach sagen. How the fuck do I get out of here? Oh toll, ich habe nur noch eine Batterie im Sack. Ganz großartig. Da freue ich mich. Wie Zaugrad. Ich glaube, ich habe da hinten irgendwo in die verpasst, weil jetzt ist die der noch zugange. Oh scheiße, das wird bitter. Das wird richtig, richtig bitter. Und mich steht so interessiere. Was du in der Zwischenzeit eigentlich abgegangen ist, während der hier geistig in der Schule rumspringt. Es würde mich so interessieren, was der in Temple Gate oder in der Mine bzw. bei der Ketzer so erlebt. Es würde mich so interessieren. Aber Batterie habe ich jetzt natürlich nicht gefunden. Ich glaube, zurück komme ich durch nämlich, oder? Natürlich. Verdammt nochmal, ich habe nur noch eine Batterie im Sack. Das wird scheiße, das wird richtig scheiße. Oh, fuck. Wie ich Bock hab grad. Wie ich doch gerade auf die Schule Bock hab. Also ohne Witz, wenn das 16-Jährige spielen, die hätten doch auf ewig nie wieder Bock auf Schule, wenn die sowas sehen. Aber ich glaube, das Spiel ist eh erst ab 18, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist das Spiel sowieso erst ab 18er Freigeber. Aber trotzdem, da hat man doch nie wieder Bock auf Schule, wenn man sowas zockt hier. Gerade mal gucken, ob es noch eine Batterie oder irgendwas in der Art gibt. Irgendwas, was hilfreich sein könnte. Weil so viel habe ich einfach nicht. Irgendwas, was hilfreich ist, habe ich einfach gerade nicht zur Hand. Und die Reihe muss man halt auch so provisorisch abgehen, die Sache. Weil ohne das provisorische Abgehen ist hier auch nichts. Interagieren, ja, das mache ich gleich. Ich hoffe nur, dass dann kein Jumpscare kommt. Ich hasse das. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Mit diesen Schockern, die früher in waren, so, dass man so Dinger geschickt hat. Da hat man dann notrah gemisst. Und wenn man ganz notrah war, war man immer... Und am besten noch mit so einer Fratze von dem Mädel aus der Exorzist oder so. Ey, ich hätte die Leid totschlagen können, wenn die mir sowas geschickt hätten. Einmal habe ich so Ding gehabt und mir ist das Herz wirklich spürbar für ein paar Sekunden stehen geblieben. Jetzt gucken wir erstmal auf der PC, bevor ich da großartig weitergehe. Mülleimer ist nix, außer mein Brecherle. Bläh. Oh Mann, okay. Was steht denn da? Jessica, Instant Message. Ist im Chat. Hey Jessica, bist du da? Hi, es funktioniert so seltsam. Das ist ja... Ah, der AOL Instant Messenger. Geil, dreh dich um. Nein! Nein, ich kann nicht da drüben tippen sehen. Nein! Ich hab's extra nicht gemacht, weil ich gewusst habe, dass sowas passiert. Ich hab extra die Aare zugemacht. Ich konnte es jetzt nicht sehen.
Ja, Yankee, du bist ein Feigling. Ich weiß nicht, was passiert ist, weil ich die Haare zugehabt habe. Aber ich konnte es nicht sehen. Ich wollte mir das jetzt nicht Arthur, um ehrlich zu sein. Und da ist wieder was. Okay. Und ja. AOL Instant Messenger. Ich glaube, da kann ich mich jetzt... Ach hier, noch umgucken. Ich glaube, das macht jetzt auch den Bock nicht fett. Weil das ist so eher so ein optionaler Bereich wieder. Ah, sehr gut. Batterie. Ja, AOL Instant Messenger zum dritten Mal Alaf genommen. Den habe ich früher auch gehabt, beziehungsweise ich habe früher auch AOL gehabt und habe da auch meine Mailadresse, tatsächlich immer noch eine AOL-Mailadresse. Und ja, da habe ich auch viel Chat-Rollenspiel gemacht und habe dann da mit den Leuten mit Telegram mich unterhalten und geschrieben. Und später hatte ich dann auch noch zusätzlich der AOL Instant Messenger. Das war auch dann geil, wo es dann AOL dann so nie in der Form als Browser gab, habe ich das dann auch gehabt. Das war cool. Ich kann dich sehen. Was war auf deinem Bildschirm? Oh nein. Das Fenster, das du zugemacht hast, nichts. Ich blödle nur herum. Ganz verstehe ich das Computerding doch nicht. Ich helfe dir gerne. Lin winkt dir zu. Moment. Na, fuck a doodle du. Warum? Warum hat ja so Psychose der Typ? Ich habe zwar teilweise schlechte Erfahrungen aus meiner Schulzeit, aus der Mittelstufe gemacht, aber ich mache nicht gleich so Pandemonium draus. Blake ist auch so ein bisschen der Drama Queen, oder? Also ich muss ja sowieso, da der 22. Deal gestern erschienen ist, den habe ich aber einen Tag vorher erst aufgenommen, muss ich die sowieso 22, 23 und 24, die nehme ich halt noch auf, also der nächste Deal, den mache ich noch. Und, oh, jetzt sind wir schon auf 16, sehr gut. Ja, da werde ich dann beim Schneider, bei Zusammenschneider von Facecam und von PlayStation 4 Video, werde ich dann... kurze Nase-Rivler. Da werde ich dann eh nochmal gucken, was mich bei dem Jumpscare erwartet hat, aber ich weiß nicht. Ich bin total fertig. Die Schule macht mich fix und... Ich kann es nicht anders sagen. Ein kurzer Moment nochmal, was war dann da nochmal drauf gestanden auf dem Computer? Genau hinsehen. Gemeinschaft, Unterstützung, Gebete für depressive und besorgte Katholiken. Wow, okay. Och, scheiße. Okay, wo muss ich jetzt lang wieder? Komme ich da wieder raus? Okay, da komme ich tatsächlich wieder raus. Komme ich da wieder durch? Blockiert? Und wie sieht's hier aus? Nee. Ihr hört sie danach, wenn ich so auf die Tasche hämmer. Ich probiere es dann halt auch immer überall. Na gut, das bringt mich jetzt dann großartig weiter hier. Zum alten PC vielleicht von der Jessica wieder zurückgehe oder so. Ich weiß auch nicht mehr, wo der war. Das ging wie so EKG-Maschine, muss ich sagen. Oh Mann, es würde mich so interessieren, was in der realen Welt so dann abgeht. Vor allem, weil der ja relativ, relativ gemütlich da herumläuft und sich viele Sachen anguckt. Okay, ich helfe dir gerne. Lin winkt dir zu. Okay. Das hat jetzt auch nichts gebracht. Also interagieren kann ich jetzt auch erstmal nicht mehr mit dem Computer. Jetzt ist halt die Frucht. Ah, okay. Es kann als echt so leicht sein. Bitte lass es schnell vorbei sein wieder hier. Jetzt Handy PC ist auch aufgehört. Ich mag mich hier trotzdem nochmal umgucken. Sicher. Zur Sicherheit einfach nochmal. Okay. Geht's eh nicht mit durch? Na gut. Boah, ich brauche noch einen Schluck Wasser. Gott, Gott, mein Kehl ist ganz, ganz trocken. Meine Kehle ist total trocken hier von dem ganzen Zeich. Ich merke das richtig, sobald es wieder in der Schule ist, wäre ich richtig... Ich kann kaum reden. Herr Uff. Herr Uff mit so einem Scheiß. Lass es doch einfach gut sein. Oh Mann. Scheiße. Die Schule ist so furchtbar. Ich habe sie auch schon mal gehört. Der Neuländer hat ja auch schon mal kommentiert. Oh. Da ist jemand. Oh,
Da ohne ist er, die Jessica wieder. Oh Gott. Ih, die hat Grütze, die zieht Grütze hinter sich her. Sehen wir das? Überall, wo die ist, ist Grütze. Scheiße. Und labert ihres Zeug. Wieso ziemlich jeder hier? Gott. Ich mag einfach nicht. Mag einfach nicht. Scheiß drauf, ich renne jetzt hier raus. Ich will hier einfach nur fort. Ich glaube zwar, dass ich hier falsch bin irgendwie, aber... Auf der anderen Seite könnte ich ja... Ach, doch richtig sein. Ich weiß es einfach nicht. Boah, und ich mag wirklich auch einfach nur raus hier. Um ehrlich zu sein, das optionale Zeug hier ist gar nicht, ist für mich gar nicht mal so wichtig. Weil ich bei der Schule wirklich nur auf Flucht bedacht bin, um ganz ehrlich zu sein. Ich mag das immer so schnell wie möglich weg, aber. Das ist wieder so galgemenschliches Ding, jawohl. Helm. Help me. Okay. Boah. Scheiße. Einfach nur Scheiße hier. Ja, das hat Joel mal so schön gesagt. Ich erinnere mich da an den Joel wieder bei The Last of Us. Joel bei The Last of Us. Der mal in Pittsburgh gemeint hat, wo dann die ganze Hunter die Leute mal niedergeschossen haben, wo wir bei der Brücke am Hotel waren. Wo man dann nur das Humvee hört und wie arme Schweine abgeknallt werden und er einfach nur, was für ein Scheißort. Und genau das empfinde ich hier auch. Was für ein Scheißort. Oh Mann. Man will echt nicht hier sein. Jetzt mal ganz ohne Witz. Das ist bewusst auch so gestaltet. Man will einfach nicht hier sein. Es macht ihm einfach nur fix und. Da ist er wieder. Da steht sie wieder. Okay, ich mag trotzdem erstmal hier, bevor die getriggert wird. Da ist sie wieder, die blutende... Aus der Auge blutende Jungfrau, Maria. Okay. Mann. Puh, das macht mich so fertig. Ja, diese... Boah, Alter, so Kinderschänder Deluxe-Paare. Alter, guck da ich den mal da. Jonathan Frakes of Pedophile. Boah, Alter. Der ist auch nicht schlecht hier. Paare Kinderfreud. Boah. Boah, und der ist auch scheißen gruselig. Die sind alle total gruselig, die Paare. Wow. Alter Falter, der Norbert Blüm war hier auch mal eingestellt als Paare, sehe ich. Boah, nee. Scheiß, die waren da. Na gut, es muss jetzt sein. Ja, toll. Danke, Jesse. Boah, Mann. Wir sind hier nicht allein. Toll. Ich hoffe, ich muss nie wieder sehen. Den ranzigen Dämon. Der ist auch so widerwärtig, so tentaklich. Okay. Der ist auch sofort wieder verschlossen, Woche. Boah. Ich glaube, ein Saarländer, die Sache, Tür ist verschlossen, gin, oder? Falls ich saarländische Zuschauer habe, gerne auch mal kommentiere. Tür ist verschlossen, gin. Sagt ihr das so? Statt die Tür, die, der ist abgeschlossen, Woche, die der wurde abgeschlossen oder so. Sachen zahlen dann, glaube ich, der ist abgeschlossen, gin. Ach, ich mag saarländisch irgendwie. Ich meine, das ist einer von den ganz, ganz wenigen Dialekten, jetzt außer dem Westbadensischer, also die Westbaden-Württemberger, die haben natürlich auch noch einen recht ähnlichen Dialekt, aber ich bin jetzt echt nicht so ein Saarland-Rheinland-Pfalz ist jetzt Todesfeind auf Lebenszeit Typ. Aber ich finde saarländisch eigentlich ach schön, ist ach ein schöner Dialekt. Ich glaube, das Einzige, womit ich wirklich aktiv Probleme habe, ist tiefstes Bayerisch. Wenn man nur Hurten, Ditten, Dorten, Problemlage verstehen kann. Damit habe ich irgendwie ein Problem. Und ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Kölner Dialekt. Da
Klingt für mich immer so ein bisschen, als würden die Leute Jodler. Immer mit derselben Melodie. Spreche schon immer so. Und, aber es ist jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Ich finde es halt nur etwas störend, wenn die ganze Zeit die Leute in Melodie jodeln. Und was ich auch noch ganz, ganz schlimm finde, es tut mal leid an der Stelle, ist wirklich sexig. Das mag ich echt nicht so gern. Ich finde, du klingen die Leute auch sehr ähnlich, muss man dazu sagen. Ich glaube, euch andere Leute, die so Hochdeutsch retten oder die pelzig jetzt auch nicht so gewohnt sind, für euch müssten doch auch die Pelzer alle recht gleich klingen, oder? Wie ist denn das bei euch so? Wie empfinden ihr das? Das tät mich mal interessieren. Empfinden ihr pelzig also uff du buff du rumpelbumpel? Oder, und dass alle Leute irgendwie dieselbe Stimme haben? Oder wie nehmt ihr pelzig wo? Das tät mich mal sehr interessieren. Oder denkt ihr, ah, das ist voll der schöne Dialekt, beziehungsweise das ist ein schöner bodenständiger Dialekt, da klingt man wenigstens noch wie ein Mensch im Leben. Das tät mich echt mal tierisch interessieren, was ihr so vom Pelzer Dialekt halten. Und wie ihr denn wahrnehmt, das tät mich wirklich interessieren. Gebt mir doch mal gerade Bescheid in den Kommentaren. Sowas würde mich sehr interessieren und ich probiere auch immer so oft wie möglich mit euch in den Kommentaren auch zu agieren. So. Und mit euch auch zu interagieren, so gut wie ich das ohne Livestream kann. Aber ihr liebe Leute, ich jetzt sage an der Stelle, machen wir hier einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast 2 uff pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.